Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. In der heutigen Ausgabe vom Berliner Tagesspiegel und von den Potsdamer Neuesten Nachrichten, das sind so die, ja, ich glaube, man kann sagen, die führenden Tageszeitungen hier bei uns in der Region Berlin und hier bei mir im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Potsdam, so die Ecke, ist ein Interview erschienen. Ich muss mal ganz kurz, sehe ich gerade meinen Laptop, Sekunde bitte. Mal eben an den Strom anschließen. Ist ein Interview erschienen, ein Zwiegespräch ist es hauptsächlich zwischen zwei Personen. Der eine davon ist Simon Müller. Das ist der, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, ob es der Chef, ich gucke mal ganz kurz, das ist der Direktor. Das ist der Simon Müller ist der aktuelle Direktor der Agora Energiewende. Wer mehr dazu wissen will, was die Agora Energiewende ist, guckt einfach mal im Internet auf agora-energiewende. .de. Das ist ein sogenannter Think Tank, der die Bundesregierung berät zum Thema Energiewende. Da gab es ja auch ein bisschen Querelen in den letzten Wochen und Monaten um den ehemaligen Direktor, den Herrn Greichen, der ja mehr oder weniger gehen musste aufgrund von persönlichen Verwicklungen und so weiter und so fort. Und Simon Müller ist sein Nachfolger. Der Herr Greichen ist auch sehr stark angegriffen worden, unter anderem von der zweiten Person, die in diesem Interview zu Wort kommt, nämlich Christian Dürr, Bundestagsabgeordneter und ich glaube Fraktionsvorsitzender der FDP. Hoffe, dass das jetzt soweit stimmt. Ich habe jetzt, das jetzt gerade nicht aufgerufen. Christian Dürr haben wir irgendwie öfter hier bei uns im Kanal virtuell zu Gast. Es würde mich schon freuen, wenn er vielleicht auch mal Lust hätte, bei uns mal direkt aufzutreten. Aber okay, dazu sind wir wahrscheinlich einfach zu klein. Christian Dürr ist immer schon mal wieder aufgetreten oder aufgefallen durch bestimmte Äußerungen in Bezug auf zum Beispiel das Thema GEG 2024, wo er ja mal in einer Sendung öffentlich leider dargestellt hat, dass er nicht versteht oder damals noch nicht wusste, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Ich hoffe, er hat es inzwischen, konnte es inzwischen dargelegt werden, dass eine Wärmepumpe was anderes ist als eine Elektroheizung. Und selbst wenn der Strommix zu 50% aus fossilen Energien beträgt, dann erschafft so eine Wärmepumpe immer noch locker die 65% erneuerbare Energien. Das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, und in diesem Interview treffen diese beiden Personen aufeinander und es geht halt um das Thema Energiewende und es wird eigentlich schon relativ schnell deutlich, dass die beiden an vielen Punkten völlig unterschiedliche Auffassungen haben. Und so sehr ich die Aussagen von Herrn Müller nachvollziehen kann, so sehr kräuseln sich mir, das muss ich leider so sagen, die Fußnägel, wenn ich das lese, was Herr Dürr von sich gibt. Und ich habe mir jetzt gerade mal die Mühe gemacht, eine gute Stunde mich hingesetzt und habe an Herrn Dürr eine E-Mail geschrieben, eine von vielen. Wahrscheinlich wird auch die nicht beantwortet werden. In meiner letzten Mail habe ich ihn gebeten, mal darzulegen, wieso er damals an vielen Stellen behauptet hat, es würde ein Heizungsverbot geben, was nie geplant war. Ich warte immer noch auf Antwort. Herr Dürr, wenn Sie das Video doch sehen sollten, ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Und zwar bitte nicht in Richtung von, ja, man hätte dort ein Heizungsverbot rauslesen können. Nein, sondern einfach wirklich mal die Antwort auf die Frage, wo bitte steht in all diesen Konzeptpapieren, Positionspapieren und Entwürfen und auch im Gesetzestext denn irgendwo mal das Wort Heizungsverbot. Ja. Aber okay. So, ich glaube, sechs Punkte mir aus diesem Interview rausgegriffen. Und will die euch einfach mal kurz darstellen und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Der erste Punkt ist, er spricht davon, es hätte eine Grundsatzentscheidung zugunsten strombetriebener Wärmepumpen gegeben. Und damit will er wahrscheinlich ausdrücken, und das hat er ja auch schon in der Vergangenheit öfters mal so und so ähnlich getan, dass die Bundesregierung oder zumindest das Haus von Herrn Habeck und die Agora Energiewende sich irgendwie festgelegt hätten, dass die Wärmepumpe, die strombetriebene Wärmepumpe, es gibt ja auch noch gasbetriebene Wärmepumpen, jetzt das Nonplusultra ist und alle eine Wärmepumpe einbauen wollen. Ja, das stimmt nicht. Ich habe ihm dann einen Link reingesetzt zu einem, wie nennt sich das, einer Publikation vom Juni, glaube ich, 2022, das war noch bevor diese ganzen Querelen mit dem GEG eigentlich so richtig losgingen und sich FDP und CDU, CSU und eine AfD sowieso voll darauf eingeschossen haben und eine Deinformations- oder Desinformationskampagne gestartet haben, die aus meiner Sicht in Deutschland bisher ihresgleichen sucht. Und habe ihm gesagt, also selbst in diesem allerersten Papier, in diesem Konzept nennt sich das zur Umsetzung des Beschlusses des Koalitionsvertrages, nämlich im Koalitionsvertrag
wer das vielleicht nicht weiß, steht ja drin. Da habe ich ihm auch einen Link geschickt, nämlich einen Punkt, der nennt sich Klimaschutz im Gebäudebereich, dass ab 2025 alle neuen Heizungen 65% erneuerbare Energien nutzen sollen. Das stand ja schon im Koalitionspapier drin, das die FDP ja unterschrieben hat. Das ist ja dann wegen des Ukraine-Krieges ein Jahr vorgezogen worden, um eben eigentlich genau das zu vermeiden, was jetzt aufgrund dieser Querelen passiert, nämlich dass möglichst schnell der Neueinbau von Gasheizungen endet, um eben diesen Gasbedarf einfach zu senken. Aufgrund der ganzen Geschichten ist es ja jetzt leider wahrscheinlich genau das Gegenteil erreicht worden, nämlich dass immer mehr Gasheizungen gebaut werden. Aber okay, da sind die Grünen auch nicht ganz unschuldig mit dran. Das kann man auch ganz klar und deutlich so sagen. Jedenfalls also dieser Beschluss, dass 65% erneuerbare Energien bei neuen Heizungen genutzt werden sollen, ist nichts Außergewöhnliches. Und dann muss man sich ja irgendwie überlegen, wie macht man das? Und dazu ist dieses Papier veröffentlicht worden damals, was dem eigentlichen Gesetzestext ziemlich ähnlich ist. Da ist eigentlich kaum was anderes drin. Und und in diesem Papier steht halt drin, dass es eine ganze Reihe an Erfüllungsoptionen gibt. Von der Fernwärme über die Abwärmenutzung, Stromheizungen, Solarheizungen, Wärmepumpen steht übrigens auch drin. Ja. Also eine Grundsatzentscheidung hat und gab es nicht und hat es auch bis heute nie gegeben. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso er hier von einer Grundsatzentscheidung für eine Wärmepumpe spricht. Ja, das ist Quatsch. Ich habe ihm geschrieben, ich zitiere mal kurz aus meiner Mail. Das oben genannte Papier nennt also die strombetriebene Wärmepumpe als eine Option. Und zwar mit dem Papier ist dieses Positionspapier gemeint. Es gab und gibt keine Grundsatzentscheidung für den Einbau strombetriebener Wärmepumpen, steht auch so im aktuellen GEG nicht drin. Sofern Sie oder die FDP darin eine Grundsatzentscheidung zugunsten der strombetriebenen Wärmepumpe gesehen hätten, das Papier ist ja ein ganz offizielles Papier aus dem Ministerium, hätte ja jeder lesen können, konnte ich ja auch lesen und finden, was offensichtlich nicht der Fall war, denn Sie haben ja im Juni überhaupt nichts dazu gesagt. Hätten Sie damals vor dem Beginn der öffentlichen Diskussion bereits Einfluss nehmen können, was aus meiner Sicht nicht passiert ist. So. Also von daher, es gab und gibt keine Grundsatzentscheidung zu einer Wärmepumpe. Dann zweitens, man kann Sie, hier spricht ja gerade über die Gasnetze, es geht nämlich darum, dass er sagt, naja, wenn wir alles auf Strom setzen, dann werden ja die Millionen an Kilometer, weiß ich nicht wie viel, Tausende, Zehntausend Kilometer Gasnetz, die mit viel Geld gebaut werden, unnütz. Das ist ja Schwachsinn, das wäre ja wirtschaftlicher Unsinn, also kann man die doch. Und dann sagt er, man kann sie, also die Gasnetze, auch klimaschonend nutzen mit Wasserstoff etwa. Also er zielt darauf ab, dass er sagt, na lasst uns doch nicht alles elektrifizieren. Davon hat auch nie jemand gesprochen, dass alles elektrifiziert wird, sondern lasst uns die Gasnetze nutzen und da eben Wasserstoff transportieren. Nur ist aber das Problem, dass das so einfach nicht geht. Denn es gibt meines Wissens keine vollständige Übersicht darüber, welche Netze oder Teilnetze, Pumpstationen, Verdichterstationen und so weiter und so fort überhaupt wasserstofffähig sind. Ja, das gibt es nicht. Wasserstoff ist ja das Leichteste, was wir im Universum haben. Das heißt, es diffundiert gerne überall durch. Man braucht also entsprechende Leitungen, um Wasserstoff verlustfrei zu transportieren. Einfach mal, guckt euch einfach mal zum Beispiel an, mit welchem Aufwand Wasserstofftanks in Wasserstofffahrzeugen hergestellt werden müssen. Der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß, weil da reden wir über Drücke zwischen 350 und 700 Bar. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als Wasserstoff bei 1 Bar oder 3 Bar oder 10 Bar irgendwie zu transportieren. Aber die Tendenz ist trotzdem da. Die Geräte müssen passen, denn der Wasserstoff soll ja auch nicht verloren gehen. Es ist ja ein teures Gut. Und das heißt also einfach so hinzugehen und zu suggerieren, mit dieser Aussage, aus meiner Sicht zumindest, zu suggerieren, man könnte ja einfach statt Erdgas da Wasserstoff durchschicken, das funktioniert technisch nicht. Jetzt kann man natürlich Wasserstoff beimischen, das funktioniert und das Problem nur dabei ist, Wasserstoff hat auf den Kubikmeter betrachtet einen geringeren Brennwert als Erdgas. Das heißt, man muss mehr für die gleiche Brennwertleistung oder besser gesagt für die gleiche Heizleistung, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, für die gleiche Heizleistung muss man also mehr Gas durch die Leitung schieben. Beispiel, als wir damals noch eine Gasheizung hatten, hatten wir einen Gasverbrauch von 600 Kubikmetern pro Jahr, das entspricht so etwa 6000 Kilowattstunden. Und um jetzt diese 6000 Kilowattstunden Heizleistung, die dieses Gebäude hier einfach braucht, ja, über das Jahr, mit Wasserstoff zu erfüllen, müsste man also 6, 12, 18, also etwa 1800 Kubikmeter durch diese Leitung durchpressen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann müssen wir halt komprimieren. Ich weiß nicht, inwieweit man das machen kann, also inwieweit es technisch möglich ist. Man muss sicherlich die Verdichterstation austauschen und so weiter.
Man könnte es auch andersrum argumentieren, wenn wir volumentechnisch gesehen 20% Wasserstoff, 20% Erdgas durch Wasserstoff im Netz ersetzen, dann haben wir nicht die gleiche Heizleistung am Ende. Denn diese Volumen, 20 Volumenprozent Wasserstoff erbringen nur etwa 5% der Heizleistung der gleichen Menge, des gleichen Volumens an Erdgas. Also so einfach geht es nicht, so einfach kann man sich das nicht machen. Man könnte also sagen, habe ich geschrieben, man kann gegebenenfalls Teilnetze für den Transport geringer Mengen H2 verwenden. Dies ersetzt aber nicht die Menge an Erdgas, wenn es um den Brennwert geht. Ne? So, also die Suggerierung, man könnte einfach 1:1 tauschen, ohne irgendwie großartig was zu machen, das stimmt nicht. Und wenn man jetzt sagt, man muss viel Geld ausgeben für eine komplette Elektrifizierung, dann muss man aber auch ehrlicherweise sagen, man müsste auch wahnsinnig viel Geld ausgeben, um alles wasserstofffähig zu machen, was jetzt auf Erdgas läuft. Es ist ja nicht, wie gesagt, ne? Man müsste die Netze prüfen, man muss Stationen und so weiter, ich habe es alles gesagt. Also so einfach geht es nicht. Und so eine Milchmädchenrechnung zu machen, das kostet die Elektrifizierung und auf der anderen Seite, das kostet uns nichts, ist Quatsch, denn die Wasserstoff, ganze Produktion, Vorkette, Produktion, Transport muss ja auch erstmal alles aufgebaut werden und das gibt es ja auch nicht umsonst. Also so einfach kann Herr Dürr es sich nicht machen. Dann sehr coole Aussage zum Thema Elektroautos. Es geht hier dass er also massiv dagegen ist für einen Verbrenner aus, gegen dieses Verbrenner aus ist. Und er sagt dann, es wäre ja wirklich irre, oder ich zitiere jetzt mal wortwörtlich, weil es wirklich irre wäre, den Exportschlager unserer Autoindustrie zu verbieten. Und mit Exportschlager meint er höchstwahrscheinlich den Verbrennungsmotor. Jetzt ist natürlich die Frage, ist denn der Verbrennungsmotor wirklich heute noch ein Exportschlager? Und wenn ich mir heute im Inforadio hier in Berlin, gibt es vom RBB, das ist unsere Sendeanstalt, das ist ein Nachrichtensender, der nennt sich Inforadio, gab es einen Bericht, da wurde gesagt, dass diverse chinesische Autohersteller jetzt eigene, das muss man sich mal vorstellen, Flotten an Autotransportern in Auftrag gegeben haben. Das heißt also, die werden dann den europäischen und den deutschen Markt mit ihren E-Autos fluten. Und dann noch davon zu philosophieren, dass man den Chinesen ja vielleicht Verbrennungsmotoren verkaufen könnte oder anderen großen Märkten, da bleibt mir die Spucke weg, da weiß ich nichts, was ich dazu noch sagen soll. Wenn man denn dann schon überhaupt über eine Option, klimafreundliche, klimaneutrale Option neben Elektromobilität spricht, und das ist ja okay, dass man das macht, dann hätte er ja vielleicht mal das Thema Biogas ansprechen können. Denn wir haben zum Beispiel in Deutschland jedes Jahr Millionen an Kubikmetern nicht gebrauchtes Heu und dieses Heu kann man zu Biogas vergären und damit sinnvolle Dinge machen. Ja, also man kann es in einem BAKW verbrennen, dieses Gas, und dann Wärme und Strom erzeugen. Man kann aber natürlich auch damit Fahrzeuge betreiben, ja, mit 3 Ballen Stroh reichen aus für 12.000 Kilometer, ja, und das Ganze kann man hier machen, muss keine E-Fuels irgendwo herstellen und durch die Welt transportieren oder was weiß ich was alles machen. Wenn also die FDP schon tatsächlich so sehr am Verbrennungsmotor festhalten sollte, dann frage ich mich, warum die Option Biogas, wie gesagt, es ist zumindest eine Option, über die man auch mal reden kann. Auch gerade für LKW zum Beispiel, weil sie eben einfach viel billiger sind als E-LKWs und lokal und einfacher herzustellen ist, dann frage ich mich, warum die FDP, Herr Dürr, diese Karte nicht auch mal auf den Tisch legt. Denn das wäre aus meiner Sicht die einzige wirklich sinnvolle Option, die man gerne aus meiner Sicht neben der E-Mobilität nutzen kann, mit all den Nachteilen, die ein Verbrennungsmotor natürlich so mit sich bringt. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Er sagt nämlich, naja, ihr wisst, was jetzt kommt. Mit synthetischen Kraftstoffen läuft er, der Verbrennungsmotor, zu 100% klimaneutral. Und diese Aussage ist falsch. Diese Aussage ist falsch. Und zwar alleine schon aus dem Grund, weil beim Verbrennen im Motor, ich lasse jetzt mal die ganze Vorkette weg und was da alles noch so ist, beim Verbrennen im Motor bestimmte Stoffe entstehen, unter anderem Feinstäube, die Vorläufer sind für klimarelevante Gase. Und so ein Verbrennungsmotor emittiert auch wahnsinnig viel Wärme, das wissen wir alle. Und diese Wärme in den Innenstädten, die belastet dort auch das Mikroklima. Das heißt also, hier einfach mal hinzugehen und zu sagen, wenn wir da E-Fuels reinkippen, dann ist das alles klimaneutral. Auch diese Aussage ist falsch. Ich habe vor mehreren Wochen auch mal dem ADAC dazu eine Mail geschickt, habe auch dazu leider keine Antwort bekommen. Sehr, sehr schade. Denn auch der ADAC kam dann mal auf die Idee, von klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen zu sprechen. Also immer dieses Mantra von wegen, alles, was
so Biokraftstoff ist oder Biogas ist, weil es ja beim, die Pflanzen wachsen, nehmen CO2 auf und deswegen beim Verbrennen wird nicht mehr abgegeben, ist halt nur ein Teil der Geschichte. Der ist nicht falsch, aber die Geschichte geht halt auch noch ein bisschen weiter. Und auch das lässt Herr Do hier irgendwie unter den Tisch fallen. Dann kommt der nächste Punkt, der vorletzte Punkt. Er sagt dann, er basht dann auf das E-Auto, macht er ja gerne, und sagt, das E-Auto fährt heute zu fast zu 50% mit fossilem Strom. Das ist natürlich Quatsch, denn ja, also richtig ist die Aussage, dass unser Strommix noch etwa 50% von fossilen Strom hat. Wir hatten ja die letzten Zahlen, da waren es 48% fossile Energieträger. Da sind natürlich allerdings auch Stromimporte mit drin und etwa 52% erneuerbare Energien. Also der Trend geht nach oben. Aber das Problem dabei ist, dass auch hier wieder so getan wird, als wäre das E-Auto ja immer noch dreckig, weil eben zum Teil da noch Kohlestrom drinsteckt. Er vergisst aber leider zu sagen, dass wir im letzten Jahr noch nie so wenig Kohlestrom im Netz hatten, seit Beginn der Aufzeichnungen sozusagen. Also der Anteil an Kohlestrom, unter anderem durch günstigere Importe, vor allem aus Windkraft aus Dänemark, es ist nicht, es, ja, nochmal, wir haben es auch schon mal gesagt, der meiste Strom, der importiert wurde im letzten Jahr, kommt aus Dänemark und nicht aus Frankreich, einfach schon, weil die Koppelstellen das gar nicht hergeben. Also jetzt hierhin zu, also dieses Narrativ immer wieder zu erzählen, das wäre alles so furchtbar, das ist einfach Quatsch. Wir haben also einen Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix, weil wir selber immer mehr erneuerbare Energienanlagen aufbauen und weil wir auch vermehrt erneuerbaren Strom importieren. Daran ist nichts falsch, das ist so. Wir haben da auch Ziele. Synthetische Kraftstoffe, braucht man nicht drüber zu diskutieren, gibt es nicht. Also nicht in nennenswerten Mengen und dann nicht zu Preisen, die mit aktuellen Benzin- oder Dieselpreisen zu vergleichen sind. Dann habe ich ihm nochmal vorgerechnet, dass man mit dem heutigen Strom bei einem durchschnittlichen E-Auto mit 90 Gramm pro CO2 real unterwegs ist, pro Kilometer, 90 Gramm pro Kilometer. Und dass ein Verbrenner, wenn ein Verbrenner das schaffen, auch so sein müsste, dann dürfte der nicht mehr als 4 Liter Benzin oder 3 Liter Diesel verbrauchen. Ich habe die Vorkette da sogar noch weggelassen. Ich habe ihm geschrieben, dass ein nicht unerheblicher Anteil der E-Autonutzer eine eigene PV-Anlage hat oder diese plant. Da gibt es auch Statistiken zu. Ich habe ihm auch geschrieben, dass es auch heute schon möglich ist, mit ganz einfachen Mitteln, dazu kommt ja demnächst eine richtige Serie von mir, das E-Auto immer dann zu laden, wenn viel erneuerbare Energien im Netz sind. Das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier bei uns ist jetzt der Fall. Ich zeige euch das mal hier. Ich rufe mal schnell diese eine App auf, die ich euch demnächst in der Serie auch vorstellen will. Das ist eine App, die nennt sich Ökoheld. Und da zeige ich euch einfach mal, wie es im Moment hier bei uns aussieht. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? 0 Gramm CO2. Ja, das überblendet jetzt. Jetzt kann man es besser sehen. 0 Gramm CO2, weil bei uns in unserem Bereich hier, in unserem Postleitzahlenbereich, haben wir, könnt ihr das erkennen? Wahrscheinlich nicht. Doch, da könnt ihr es sehen. 100% erneuerbare Energien. Und zwar zusammengesetzt aus 94% Wind, 4% Biomasse, 2% nicht katalogisierte erneuerbare Energien, 0 Wasser, 0 Photovoltaik, klar, bei dem Wetter ist auch kein Wunder, und 0 fossile Brennstoffe. Also, wenn man will, dann kann man. Wenn man will, dann kann man sein Auto auch zu nahezu 80, 90% mit erneuerbaren Energien heute laden. Bei dem Strommix, den wir haben. Jetzt könnte man argumentieren und sagen, naja, aber der Strom, den du dann ziehst für dein E-Auto, der fehlt dann anderen Verbrauchern. Ich wollte nur sagen, wenn es ums Laden des E-Autos geht, dann kann man das machen. Ja, so. Dann gibt es auch noch, habe ich eben auch noch auf andere Techniken hingewiesen, wie man sein E-Auto immer dann laden kann, wenn es günstig und grün ist. Kommt, wie gesagt, in der Serie, wir euch demnächst hier präsentieren. So, und dann der letzte Punkt war die Aussage, da ging es dann wieder um das Thema Wärmepumpen. Er sagt dann, wenn jeder eine Wärmepumpe einbauen können soll, also, und dann führt er weiter aus, dass dann also den Steuerzahler 50.000 bis 60.000 Euro pro Haushalt kostet. Also er suggeriert wieder, er steigt wieder auf dieses Pferd auf und sagt, wir sollen alle mit einer Wärmepumpe heizen. Und wenn wir das, da wir das ja alle machen sollen, wird es den Steuerzahler so und so viele Milliarden kosten. Und da habe ich ihm nochmal geschrieben, das ist nicht richtig. Und verweise dann nochmal darauf, dass es von Anfang an unterschiedliche Erfüllungsoptionen gab, um diese 65% zu erreichen. Und ich habe ihm auch nochmal geschrieben, und da zitiere ich aus meiner Mail, selbst der Anschluss an ein Fernwärmenetz, die ja heute noch überwiegend fossil betrieben werden, ne? Also zum Beispiel das Fernwärmenetz in Berlin wird. Weiß ich nicht, ist da überhaupt erneuerbare Energie drin? Ja, wahrscheinlich ein bisschen, aber nur ganz, ganz wenig. Und Stromheizungen, dazu kommt übrigens auch nochmal von mir eine ganze Menge in diesem Jahr,
die auf den normalen Strommix zurückgreifen und keine Umweltenergie nutzen. Das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen der Wärmepumpe und der Stromheizung. Ja, beide brauchen Strom, aber die eine heizt damit und die andere braucht es nur zum Antrieb. Waren und sind Erfüllungsoptionen. Das heißt, es gibt sogar die Möglichkeit, diese 65% erneuerbare Energien zu erfüllen mit dem Anschluss an Heizsysteme, die das noch gar nicht bringen. Und damit ist man raus, weil man einfach projiziert und sagt, naja, die Fernwärmenetze müssen umstellen und der Strom wird auch immer sauberer. Also können wir das jetzt schon zulassen? Ich meine, hallo, wie viel Freiheit ist denn das, die man da hat? Kein Mensch fordert, wenn man so will, dass du dir eine Wärmepumpe einbaust. Wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt klimaneutraler heizen, dann kann er hingehen und sagen, dann hole ich mir 3 Heizlüfter, schließe einen Ökostromvertrag ab und heize bilanziell klimaneutral. Ja, also ihr braucht jetzt auf diesen Vorschlag nicht umzureiten, weil so einfach geht es denn. Also, aber im Prinzip würde es so einfach gehen. Ich habe das mit meinem Haus ausprobiert. Ne? Ich brauche 2 Heizlüfter, um mein Haus zu heizen. Und das ist kein Passivhaus, das ist jetzt 23, jetzt inzwischen 24 Jahre alt, hat keine super besonderen Fenster, hat keine megamäßige Dämmung, die ist glaube ich 6 cm, die Scheiben haben einen U-Wert von 1,2 oder 1,6, ich weiß es gar nicht, also ist jetzt irgendwie nicht so das mega Passivhaus und ich habe es mal ausprobiert, mir reichen 2 Heizlüfter, um dieses Haus zu heizen, ja, kostet 30 Euro im Baumarkt und einen Ökostromvertrag dazu. So, ich wollte nur mal sagen, also da kommen in diesem Interview Aussagen, die einfach Dinge suggerieren, wo man den Kopf schütteln muss und wo sich mir die Fußnägel hochkräuseln, weil einfach hier Dinge behauptet werden und in die Welt gesetzt werden, die man einfach so nicht stehen lassen kann. Der Herr Müller antwortet und geht auch darauf ein, aus meiner Sicht aber nicht hart genug. Also an bestimmten Stellen hätte ich mir von seiner Seite, aber warum auch immer das nicht geht, weiß ich nicht, gewünscht, er hätte hier gesagt, nee, Herr Dürr, so und so. Das hätte ich mir an vielen anderen Stellen, bei vielen Interviews und so weiter auch gewünscht, dass mal von der SPD, von den Grünen oder von wem auch immer Leute mal aufstehen. Einer hat es ja mal sehr gut gemacht, das war der Lanz neulich, der den Dürr ja mal auch so ein bisschen bloßgestellt hat, weil er bestimmte Zahlen, die er hätte wissen müssen, nicht wusste und das war schon ziemlich peinlich für ihn. Okay, es geht mir ja auch nicht um den Mann direkt, sondern es geht mir einfach darum, dass es irgendwie immer einfacher und immer verbreiteter wird mit nicht fachlich, nicht wirklich nachvollziehbaren Äußerungen in die Öffentlichkeit zu gehen. Das wollte ich in dem Video mal darstellen. Ich hoffe, es war interessant für euch oder auch nicht, wie auch immer. Schreibt gerne eure Kommentare rein, wenn ihr dazu was sagen wollt, müsst, könnt oder dürft, dann seid ihr herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darauf. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.